Mein Name ist Svante Karich, ich komme aus dem Feuilleton der FAZ und ich würde sagen, dass die FAZ eigentlich ein perfekter Medienpartner ist für diese Veranstaltung. Nicht in eine Ehre, Axel Honneth hier heute Abend sitzen zu haben. Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker. Hajo Köhn ist der Sprecher von Occupy Money und Jan Umsonst von Occupy. Wir werden hier heute Abend gemeinsam diskutieren. Hier verändern sich keine Bedingungen. Und das ist eigentlich die eigentliche Bewegung, die langsam entsteht auf diesem Planeten. Menschen, die merken, dass sie eine Verantwortung haben für all das, was auf diesem Planeten kommen wird. Und wir haben nicht das Recht, als die Generation, die momentan auf diesem Planeten leben, hier alles in Schutt und Asche zu legen. Und das ist das Eigentliche, was wir heute erreichen müssen. Wir müssen offen darüber reden, was sich verändern muss. Und wir müssen eine Vision entwickeln auf diesem Planeten, wohin es gehen kann. Denn ohne Vorstellung, dass es sich ändern kann, können wir nichts erreichen. Ohne Vorstellung, dass ich meinen Arm heben kann, kann ich meinen Arm nicht heben. So einfach ist das. Erst wenn wir eine Vision das erkennen, dass wir alle da an diesem Boot hängen und nichts ist so einfach zu verwirklichen wie eine emotionale, globale Massendynamik. Und darum geht das. Und das Ding rollt gerade an. Und die nächsten 10 Jahre werden sehr interessant werden auf diesem Planeten. Und ich hoffe, auch Sie alle hier in irgendeiner Form werden sich engagieren, auf dass das hier gut läuft und da unten blauen Kugeln. Idealistisch bin ich bei Jan, keine Frage. Nur ich bin viel zu praktisch orientiert, als dass man das so stehen lassen kann. Also kommen wir mal zu einer nüchternen Analyse. Wir haben von Anfang an gesagt, dieses 1%, 99% hat für Deutschland eine Schieflage. Weil wir sind mittelständisch organisiert. Bei uns gibt es nicht so einfach 1%, die Superreichen, und der Rest sind die 99%. Das ist zu oberflächlich. Und das merken wir auch. Der deutsche Mittelstand lebt über seine Verhältnisse, will keine Steuern zahlen, deshalb haben wir diese Krise und deshalb geht der Globus den Bach runter. Ja. Vielen Dank. Naja. Wir sagen erstens, den Blick auf die 1% gerichtet zu haben, weltweit, war ein Fortschritt, den Occupy gemacht hat. Stiglitz sei Dank. Mal zu differenzieren, dass es nicht einfach nur so die Besserverdienenden gibt und ob man jetzt 10.000 oder 100.000 als Grenze setzt, sondern da gibt es die 1%, die wirklich die Macht ausüben. Und die Umverteilungsprozesse in der Hand haben. Darum geht es, diesen Blick endlich mal so scharf zu haben. Und was ist mit der Mitte? Wir analysieren das so. Die Mitte lässt sich immer noch von diesem oberen 1% kaufen gegen die unteren. Das ist das politisch-taktische Problem. Nüchtern betrachtet, es ist so, nüchtern betrachtet, fahren wir gegen die Wand. Pragmatismus heißt, wir verändern uns. Ganz einfach, das ist nicht ideologisches Zeug oder irgendwie eine Fantasy oder sowas. Das ist Realität. Ja. Wenn 100% geht, dann kann ich auch was sagen. Und das heißt also, dann gehört das ja auch dazu. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich glaube, anders gesagt, also ist natürlich in solchen Diskussionen immer auch eine Frage der Meinungsäußerung, dass man realistisch sehen muss, welche Handlungsalternativen bestehen. Und ich will Herrn sonst, was Sie gesagt haben, auch was auf dem Papier steht, da will ich jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Da fehlt aber nur als eine kurze Merkung eine einzige Zahl. Und das muss man schon klar machen. Wie wollen Sie 7,5 Milliarden Menschen ernähren? Das muss man erstmal klären. Aber das ist einfach beantwortet, das muss beantwortet. Diskutieren und jeder darf seine Meinung sagen und er muss sie zu Ende sagen dürfen. Sie haben mich eben auch gebeten, dass sie zu Ende reden dürfen und wir halten uns alle daran. Vielen Dank. Sie haben die Weihnachten.
machen. Und das, dass man... Bitte? Bitte? Ich glaube, dass man, wenn man 7,5 Milliarden Menschen oder mehr Menschen ernähren will und sie ordentlich bekleiden will und sie an den Möglichkeiten, die heute wirtschaftlich gegeben sind, beteiligen will, dass man dann sehr effizient wirtschaften muss. Nein, Bedürfnisse orientiert produzieren. Natürlich, aber es geht um die Bedürfnisse, ja, Sie haben völlig recht, es geht um die Bedürfnisse von 7,5 Milliarden Menschen und da muss man einfach mit einer gewissen Effizienz herangehen, das ist das eine. Effizient heißt, wenn nur Dinge produzieren, die lange halten, nicht mehr behandeln. Das ist effizient. Der zweite Punkt ist, ja, das habe ich ja in meinen Ausführungen gesagt, da hat Axel Honneth drauf geantwortet, das ist die Frage, wie lässt sich dieser Verschuldungskomplex, der entstanden ist, eigentlich disziplinieren? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wobei ich im Übrigen mit der Diagnose übereinstimme, dass wir in der Zwischenzeit ein Ausmaß an Verschuldung erreicht haben, das in seiner Eigendynamik so stark ist, dass es alle Formen der Demokratie faktisch außer Kraft setzt. Und da muss man auch mal die Namen nennen, der ESM ist nicht demokratisch legitimiert. Der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, entscheidet aber in einer Höhe über Geldmittel, die für alle daran beteiligten Staaten eine existenzielle Höhe haben. Der wird uns dargestellt, als sei er alternativlos. Und der erste Punkt, da sind wir beieinander, besteht zunächst mal wieder darin, und das wird zum Glück ja über den Bundestag versucht, aber zum Teil habe ich den Eindruck, dass das nicht wirklich durchgreifend ist, ist die Souveränität über das Budget zurückzukommen. Das ist historisch die zentrale Forderung der Bürgerlichen, der Arbeiterbewegung aller gewesen. Das Geld, was ausgegeben wird, darüber entscheiden wir. Das Budgetrecht ist der Kern der gesamten konstitutionellen Bewegung. Was wir heute haben, ist das, dass die aktuellen Institutionen das außer Kraft setzen. Und sie setzen es außer Kraft, wenn man alternativlos Dinge retten will und machen will. Und dann muss man sich fragen, wenn wir das nicht wollen, dann muss es eben Alternativen dazu geben. Und in meinen Augen ist es sehr schwierig, eine politisch funktionsfähige Alternative zu formulieren, die dazu führt, dass wir funktionale Äquivalente, sagt man in der Wissenschaft, zum derzeitigen Finanzsystem bekommen. Man muss dann Banken haben, die müssen sehr viel finanzieren können, man muss angemessene Zinsen haben, man muss richtige Beziehungen zwischen Schuldnern und Gläubigen bekommen und. Wie das die Politik, hat das auch geschafft. Lassen Sie mich da aussehen, Sie können mir ja gleich widersprechen. Wie das die Politik schaffen wird, weiß ich nicht. Man muss halt sehen, Finanzmärkte kamen in der Geschichte, Finanzmärkte werden in der Geschichte auch wieder gehen. So wie alles in der Geschichte ging und kam. Bei den Rechten, ich habe ja das ganz anders erwartet. Erstmal die Beschreibung, Applaus meinerseits. Ja, aber es wird so nicht reichen. Diese plakative Analyse, ich teile sie, diesen Verschuldungskomplex so zu beschreiben. Und was Occupy, da sind wir beim ersten Punkt, gebracht hat, ist, dass das Politikmodell genau aus diesem Grund komplett in Frage gestellt worden ist. Gerade durch diese Bewegung. Wir schreiben in unserer Veröffentlichung, dass wir uns einer Initiative angeschlossen haben, die heißt Konsultative. Das heißt, eine Bewegung, die außerhalb der parlamentarischen und bestehenden Politikformen Wege sucht, Bürger direkt verfassungsgemäß in Entscheidungsstrukturen zu bringen. Schauen wir uns den heutigen Abend an. Was passiert? Bürgerbeteiligung in der Form, dass der Bürger Fragen stellen darf. Das ist Status. Das heißt, Fortschritt wäre schon, wenn ich sagen würde, Sie dürfen nicht nur Fragen stellen, sondern Sie dürfen ein Statement abgeben. Wo sind Sie denn, wenn das alles ist?
Das heißt, dieses Wenige, was ich gerade beschrieben habe, und auf der anderen Seite dieses Immense, was wir als Problem vor uns haben, dann merken wir doch, welchen Weg wir noch vor uns haben. Und das versuchen wir zu beschreiben, einen Weg zu beschreiben, dass der Bürger wieder Bürger wird. Durch konsultative, verfassungsgemäße Formen von Entscheidungsstrukturen. Ich rede nicht über Finanzmärkte, ich rede davon, dass der Bürger wieder souverän wird. Und deswegen sitze ich hier auch nicht als Finanzexperte, sondern als Bürger. Ich möchte wieder souverän werden. Das hat mich motiviert im Wesentlichen. Und dafür stehen wir auch als Organisation. Wir wollen der Politik und dem Finanzmarkt wieder sagen, wozu er zu dienen hat. Der zweite Punkt, warum die Beschreibung so nicht ausreichend ist. Wir haben schon vor einem Jahr mit unserer Auftaktveranstaltung versucht, der Öffentlichkeit nahezubringen, dass wir Auswege suchen müssen. Auswege aus dem System. Es gibt Auswege, sie werden auch praktiziert. Alternative Währungsformen, Genossenschaftsmodelle, zinslose Systeme, die in der Praxis sind, weltweit. Unser Problem ist, dass wir überhaupt noch gar keine Diskussion über diese Systeme begonnen haben, gerade auch hier in Frankfurt. Geschweige denn, dass wir in einer Praxis sind. Was ist tauglich? Und was macht die Wissenschaft? Evaluiert sie? Ist sie in der Feldforschung in diesen Punkten? Ich sehe nichts. Das ist der Punkt. Ich suche Wege in der Praxis, damit wir Auswege bekommen, weil ich auch das Politikmodell so anzweifle. Hier mache ich zunächst mal einen Punkt. Da halte ich mich an den alten Lenin, der gesagt hat, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen, dann gibt es die Revolution. Die oben können noch zu viel, vor allen Dingen zu viel Ideologie verstreuen. Das funktioniert noch. Und die unten wollen noch nicht so viel. Also sagen wir Reformation. Und wenn die anderen überhaupt nicht zur Seite treten wollen, überhaupt nicht in der Lage und willens sind zu reformieren, wie sich das dann nennt, was da kommt, das war ich mal ganz offen. Positive Money Org in London, wir haben mit dem Guardian einen Blog gehabt, wir haben Kontakt zu Wissenschaftlern in den USA, also im Rahmen unserer Möglichkeit betreiben wir das. Wir sehen eher einen Mangel hier. Wir kritisieren hier die Universität, dass sie erstens mal sehr spät initiativ geworden ist und zum Zweiten, wo blickt sie als Universität über den Mainstream hinaus? Das heißt, wir fragen das zurück. Wir bewegen uns außerhalb des Mainstream, ich nenne das mal so, wenn Sie zum Beispiel unseren Professor Beukert nehmen, der musste einen eigenen Kongress organisieren mit die nennen sich heterodoxen Wissenschaftlern, also die, die in erster Linie Fragen stellen, außerhalb dessen, was so auch klassisch ist. Das ist die Situation. Wir stellen denen, die im System sind, die Frage, inwieweit sie offen sind und wirklich alles integrieren. Und wir haben ja die Situation jetzt in Frankfurt, dass wir jetzt erstmal darüber diskutieren, wie kommen die Welten zusammen? Dankenswerterweise, auch durch die Initiative und glücklicherweise, das sage ich nicht, weil er vorhin hier gesessen hat, weil wir jetzt diesen Oberbürgermeister haben. Ich möchte nicht wissen, was wäre, wenn wir einen Herrn Rhein hier hätten. Das möchte ich nicht wissen. Hier bekommen. Das beweist nicht der zuletzt Erfolg dieser Diskussionsreihe. 2000 Menschen, die sich mit diesen Themen permanent auseinandersetzen, Zeit nehmen, die mitmachen. Dafür mein Dank an die Organisatoren und Ihnen Dank für die Aufmerksamkeit.